So, hallo. Wir machen jetzt heute nur mal einen kurzen Clip und zwar aus gegebenen Anlass. Es fällt eventuell auf, mein Stiefel ist nicht ganz geschnürt. Sieht man hoffentlich. Grund dafür ist, dass ich mich auf der Tour leicht am Fuß verletzt habe und deswegen jetzt hier, ich sag jetzt mal, sitzende Tätigkeit momentan habe, bis es wieder abgeschwollen ist. Deswegen habe ich auch den Michelin-Anzug an. Das ist ein Snugback-Sleeker-Anzug, den ich hauptsächlich als Kälteschutz jetzt hier habe, weil ich mich eben nicht durch Bewegung aufwärmen kann. Und in dem Kontext wollte ich mal kurz zeigen, eben auch mit dem Hintergrund, was wäre, wenn wir jetzt hier länger bleiben müssten. Wir sind nur auf einer Tagestour unterwegs, was ich in der, ich sag jetzt mal, Notfalltasche mit habe. Und zwar ist das bei mir hier im Rucksack die hier. Das sieht man ein bisschen, die ist hier orange markiert. Das ist einfach drei Lagen Paracord. Und das ist die When the Shit Hits the Fan Tasche. Das allererste ist, für den Fall, dass nach mir gesucht werden soll, Signal. Das ist ein Fliegersichtzeichen mit Reflektor. Dann hier, die Jungs aus dem militärischen Bereich kennen es, ein MS-2000. Ein Distress-Marker mit Taglichtfilter. Dann kommt der kleine Survival Kit. Den hatten wir schon mal vorgestellt. Das ist jetzt die Dose von einer BX-Drahtsäge mit allem, was ich für Feuer machen, Wasser entkeimen, ein bisschen Wundversorgung brauche. Und das ist jetzt eher so ein bisschen Convenience-Stuff. Handhygienespray, Sonnenschutz, dann ein Spray für Sonnenbrand oder ähnliches. Zugegebenermaßen mit Sonnenschutz und Sonnenbrand habe ich hier jetzt nicht allzu viele Probleme. Dann eine einfache LED-Taschenlampe. Keine großartigen Leuchtmodi. An und aus und gutes. Das fällt jetzt auch wieder unter Convenience-Stuff. Feuchttücher. Dann hier eine Notration. Enthält, soweit ich das beurteilen kann, Müsli-Riegel, Power-Gel, also alle Sachen, die man kalt essen kann, ohne Zubereitung, ohne Wasser. Und last but not least, der First Aid Kit, auch wieder in Rot. Das heißt, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin, die Leute wissen, die Tasche, die rot markiert ist, enthält meine Notfallausrüstung und die Verbandstasche ist eben auch rot. Enthält ja, Schmerzmittel, Fiebermittel und alles, was ich zur Wundversorgung brauche und meine persönlichen Medikamente. Das kombiniert damit, dass ich eben im Anzug eine Rettungsdecke habe und logischerweise immer einen Poncho dabei, würde mich jetzt auch in die Lage versetzen, hier notfalls über Nacht zu bleiben, wenn es mit dem Fuß nicht besser wird. Ich gehe aber davon aus, dass in den nächsten zwei Stunden der Fuß abklingen wird, ich meinen Stiefel wieder schnüren kann und wir dann die Heimreise antreten. Unser Plan war eigentlich, dass wir bei Tageslicht die Heimreise antreten. Das funktioniert jetzt eventuell nicht mehr so ganz. Müssen wir sehen, wie es klappt. Wir haben ja eben auch extra Licht dabei, obwohl wir es nicht geplant haben, im Dunkeln zurückzukommen. Ja, ich hoffe, das kleine Intermezzo hat euch doch halbwegs gefallen und euch interessiert. Das war, wie gesagt, jetzt nicht groß geplant, das war auch nicht groß vorbereitet. Aber es zeigt eigentlich ziemlich gut, es passiert gern mal, wenn man nicht damit rechnet. Wir werden demnächst wieder detailliertere Filme machen. Die werden dann auch besser vorbereitet, werden besser geskriptet und da wird auch mehr Inhalt sein. Bis dahin, ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub und danach hören und lesen wir uns wieder. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns.